Wellensteiner, die vor 150 Jahren als Tourismuspionierin Landesgeschichte schrieb. Die jetzige Wirtin tritt in ihre Spuren. Schlutzer, die Südtiroler Schlutzkrapfen, lässt Brigitte Stauder möglichst exakt nach Frau Emmas Rezeptsammlung zubereiten. Es ist jetzt nicht Gramm oder Decker oder Pfund, sondern sie hat eigene Bezeichnungen, wo man nicht genau weiß, ist das jetzt eine Fingerspitze oder zwei. Oder man muss dann ausprobieren. Mit dem Löffel füllen, wie es auch die Frau Emma gemacht hat. Und das ist so richtig Handarbeit. Heute hat sie einen besonderen Gast. Danke vielmals für die Einladung. Eine gute Portion mit reichlich Butter für die Ururenkelin ihres Vorbilds. Also wirklich selten so gute Schlutzer gegessen. Komplimente bitte. Danke. Die Frau Emma wäre stolz auf dich. Man würde sagen, im heutigen Sinne wäre sie eine Managerin. Also sie hat immer schon Chancen erkannt. Also sie war die erste Frau im Deutschen Alpenverein. Sie war ja auch Gründungsmitglied vom Tourismusverein. Das war damals der Verschönerungsverein. Sie hatte als erste einen Bergführer hier im Hotel, der die Leute begleitet hat. Sie hat den Praxavilsee zum Beispiel gekauft. Der See, wenn er zugefroren war, hat sie Eis gestochen. Also im Hotel haben wir noch einen Eiskeller. Das Eis hat sie verkauft an die Brauereien in Wien. Und dies erfolgte alles mit der Eisenbahn. Die Leute hatten von der Eisenbahn am Anfang ja eine furchtbare Angst, war dieses schreckliche Ungetüm. Und sie hat den Leuten auch versucht, in Gesprächen diese Angst zu nehmen. Die Eisenbahningenieure, die kamen sogar von anderen Dörfern, um abends bei ihr speisen zu können. Und sie hat es geschafft, dass eben Niederdorf der einzige Ort ist, wo der Bahnhof ziemlich im Zentrum vom Dorf ist. Auf die Frau Emma. Auf die Frau Emma, ja. Prost nochmal. Museo del Turismo Haus Wassermann. Uno straordinario viaggio alla scoperta del passato con i protagonisti della storia dell'ospitalità dell'Alta Pusteria. I sapori del passato per dar più gusto al futuro. Ein Luxushotel am Praxer Wildsee. Eigentlich noch im Winterschlaf. Oh, das geht langsam.